US-Vizepräsident Joe Biden, dessen Sohn Hunter Biden gerade mit ukrainischen Faschistinnen und Faschisten den Öl-, Gas- und Fracking-Konzern Burisma aufbaut, forderte jüngst in der Harvard-Universität von der EU noch härtere Maßnahmen gegen Putin. Sind Sie für Krieg, Herr Pastor Gauck? Vielen Dank für diese Frage. Ich bin natürlich nicht für den Krieg. Aber wenn wir in der Welt Verantwortung übernehmen wollen, dann ist das kein Kindergeburtstag. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Kindergeburtstage besucht und organisiert. Ich habe Geschenke gekauft und Geschenke eingepackt. Als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich auch Geschenke ausgepackt. Ich war hautnah dabei, als es darum ging, das Topfschlagen zu organisieren und Geburtstagstorten auf angemessene Zutaten zu überprüfen. Ich weiß, was so ein Kindergeburtstag bedeutet. Jens König, auch ein professioneller Linkenjäger und Intimus des Bundesnachrichtendienstes, lobte Sie im Stern, überschwänglich natürlich, Herr Ehrendoktor. Für Sie käme eine Kritik an Thilo Sarrazin oder der US-Regierung überhaupt nicht in Frage. Und mit dem Vorwurf Kriegstreiber könnten Sie sehr gut leben. Ja, es geht ja um Deutschland und um unsere Rolle in der Welt. Sie sollten nicht annehmen, dass es da zugeht wie auf einem Ponyhof. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Ponyhöfe besucht, auch international agierende. Sie dürfen nicht glauben, dass Ponyhöfe ohne Aufsicht funktionieren würden oder ohne Getränkestände und den Verkauf von kleinen Snacks. Die Tiere müssen versorgt werden. Das Personal muss überwacht, notfalls auch abgehört werden. Die Öffnungszeiten sind wichtig. Das Wetter spielt eine Rolle. Ich weiß, was es bedeutet, so einen Ponyhof zu betreiben. Das mag ja stimmen, Herr Ehrendoktor Gauck, aber wie stehen Sie zu Waffenlieferungen an die Türkei, an Saudi-Arabien oder Katar, von wo die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt wird? Ich bin gegen den Krieg, aber ich bin ja auch für den Frieden. Und da muss man manchmal Maßnahmen ergreifen, die unpopulär erscheinen. Das Leben ist schließlich kein Picknick. Ich habe in meinem Leben schon an sehr vielen Picknicks teilgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es dort rauer zugeht, als Sie vielleicht denken. Ich habe Kämpfe um die besten Picknickplätze erlebt. Ich habe gesehen, wie Sozialtouristen mit ihren Körben ungehemmt auf Wiesen und Grillplätze vorgedrungen sind. Man muss das eingrenzen, wenn es einem ernst ist um die deutsche Picknickkultur. Wir können uns nicht einfach an den Rand stellen und zuschauen, wie unsere Picknickfachkräfte von zugewanderten Picknickern verdrängt werden. Ich weiß, was so ein Picknick bedeutet. Sie meinen, dass ein Picknick am Wochenende mit einem Krieg vergleichbar ist? Ich meine, dass es darum geht, Regeln einzuhalten, Regeln aufzustellen und dafür zu sorgen, dass diese Regeln auch durchgesetzt werden. National und international. Das Leben ist schließlich kein Wunschkonzert. Ich habe in meinem Leben schon sehr früh erfahren müssen, was so ein Wunschkonzert bedeutet. Da wird mit allen Mitteln gearbeitet. Da werden Moderatoren bestochen oder erpresst. Da werden Telefonleitungen manipuliert und Zuschauer massakriert. So ein Wunschkonzert ist Krieg. Ich bin gegen Krieg. Wer aber seinen Glauben an das Gute beim Wunschkonzert nicht verlieren will,
der sollte zumindest wissen, dass so ein Wunschkonzert straff organisiert werden muss. Ich weiß, was so ein Wunschkonzert bedeutet. Ist also ein Wunschkonzert vergleichbar mit internationalen Militäreinsätzen? Es ist anders und doch meine ich, dass wir wachsam sein müssen. Wir müssen den Blick auf unsere Verantwortung richten. Wir müssen begreifen, dass wir in der Welt eine führende Rolle spielen, dass andere Länder uns brauchen, unsere Werte. Ach, entschuldigen Sie, aber eben ist mein Herz mit mir durchgegangen. Ich meine, dass andere Länder uns brauchen, unsere Werte, unsere Freiheit, unsere Art und Weise, Fußball zu spielen und die deutsche Ästhetik in Fragen der Form und Gestalt von friedlichen Aktivitäten, die wir in Kriegsgebieten einnehmen. All das ist kein Zuckerschlecken und auch dieser Vergleich hinkt, denn Zuckerschlecken wird ja hierzulande und auch anderswo völlig überbewertet. Beim Zuckerschlecken geht es ja lediglich um... Herr Gauke, unsere Zeit nähert sich dem Ende. Darf ich Sie um ein kurzes Schlusswort bitten? Sind Sie eigentlich für den Krieg? Vielen Dank für diese Frage. Ich bin natürlich nicht für den Krieg, aber wenn wir in der Welt Verantwortung übernehmen wollen, dann ist das kein Kindergeburtstag.